es sind natürlich Anblicke, die nicht alltäglich sind. Sowas sieht man als Feuerwehrmann nicht relativ oft, wenn man eine Person mit so starken Verbrennungserscheinungen. Das ist schon krass. Dass eine Person festgenommen wird und im Polizeigewahrsam verbrennt, das ist eigentlich, das sind Sachen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas wirklich geschehen kann in diesem Land. Als ich dann noch gehört habe, dass der Herr Jallo an allen vier Gliedmaßen gefesselt war, ja, es ist ein absoluter Albtraum. Januar 2005. Dessau, Turmstraße, gegen 8 Uhr morgens. Einige Frauen säubern im Auftrag der Stadt die Straße vor einer Gaststätte. Ein Mann, offensichtlich stark betrunken, kommt zufällig vorbei, redet auf sie ein. Die Frauen fühlen sich gestört. Sie verständigen die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten wollen die Identität des Mannes feststellen. Doch dieser wehrt sich energisch. Sie nehmen ihn fest. Dieses Dokument hat er dabei. Es weist ihn als abgelehnten Asylbewerber aus, der aber noch geduldet ist. Sein Name Uri Jallo. Aber es gibt ein Problem. Das Geburtsjahr ist nicht lesbar. Die Beamten bringen ihn auf das Revier. Ein Routinefall, so scheint es. Der 21-Jährige ist am heutigen Vormittag durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen worden, nachdem er im Stadtgebiet von Dessau mehrere Frauen belästigt hat und nachdem die hinzugerufene Polizei seine Personalien feststellen wollte, ist er aggressiv gegen diese Beamten vorgegangen und hat Widerstand geleistet. Aufgrund dessen ist er in Verhinderungsgewahrsam genommen worden. Die Beamten führen Uri Jallo in den Zellentrakt des Reviers, in den Keller. Er wird durchsucht. Ihm wird Blut entnommen. In der Gewahrsamszelle 5 fesselt man ihn an Händen und Füßen. Dann gerät der Routinefall außer Kontrolle. Gegen 12 Uhr mittags bricht plötzlich ein Feuer aus. In einer gefliesten Zelle. Etwa 20 Minuten später trifft die Feuerwehr ein. Sie macht eine grausige Entdeckung. Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentlichen Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt, immer ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen in Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt. Sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht, wie wir ursprünglich vermutet hatten, irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber. Der Tod in der Zelle. Ein schreckliches Unglück. Selbsttötung oder gar Mord? Was hat sich hinter diesen Mauern abgespielt? Die Behörden hüllen sich über die Details lange in Schweigen. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie die Öffentlichkeit nur unter Druck informieren. In Dessau und Umgebung leben einige hundert afrikanische Flüchtlinge. Die Nachricht von dem Tod einer der ihren, ausgerechnet im Polizeirevier, verbreitet Angst und Schrecken. Sie treffen sich in einem kleinen Telefonladen in der Innenstadt, einem der wenigen Orte, wo sie sich zu Hause fühlen. Sie versuchen, alle Freunde zu erreichen. Nur einer meldet sich nicht. Bald haben sie Gewissheit. Der Tote ist ihr Freund Uri, den hier alle Rasta nennen. Dieses Foto haben wir im letzten Sommer hier in Dessau gemacht, ganz in der Nähe vom Stadtpark. Immer wenn ich mir dieses Bild anschaue, vermisse ich Uri. Ich vermisse einen Freund, einen Bruder. Von uns dreien hier sind nur zwei geblieben. Einer ist gestorben, in den Händen der Polizei. Selbst im Gefängnis sind wir hier nicht sicher.
Und das ausgerechnet in Deutschland, einem demokratischen Land, das so entwickelt ist. Er traut sich nicht, sein Gesicht zu zeigen. Er erzählt, dass im Stadtpark von Dessau Rechtsradikale vor ein paar Jahren einen Mosambikaner erschlagen haben, Alberto Adriano. Der Fall machte Schlagzeilen. Und jetzt der Tod von Urijalo. Wir haben das Gefühl, hier in Dessau stimmt etwas nicht. Wir wollen endlich die Wahrheit wissen, den Grund für seinen Tod. Nur wenige Dessauer haben Kontakt zu den Afrikanern, wissen etwas über deren Leben am Rande. Und die Flüchtlinge erleben ihr deutsches Umfeld oft als abweisend. Seit dem Mord an Alberto Adriano im Stadtpark gibt es immer wieder Spannungen. Um Übergriffe zu verhindern und den Flüchtlingen wieder Vertrauen zu vermitteln, wurde ein Beratungszentrum eingerichtet. Marco Steckel ist jetzt ihr Ansprechpartner und erfuhr so vom Fall Urijalo. Also ich habe dann angefangen zu recherchieren. Das war zunächst ein Gespräch bei der Polizei, wo ich die Fragen gestellt habe, war er fixiert, haben die Überwachungstechnik funktioniert und waren Dolmetscher mit dabei. Diese Fragen konnten sie mir nicht beantworten. Teilweise wurde sehr aggressiv auf meine Fragen reagiert, sodass ich weiter recherchiert habe und bin dann relativ schnell auf das Ergebnis gekommen, dass er fixiert war. Fixiert, das heißt, an Händen und Füßen gefesselt und mit Handschellen an den Metallgriffen befestigt, die seitlich von der Matratze in Wand und Boden eingelassen sind. Urijalo konnte sich nicht bewegen, konnte sich vor dem Feuer nicht retten. Die Polizei rief die Feuerwehr herbei mit dem Auftrag, Brand im Zellentrakt, eine Person vermisst. Kein Wort über die Fixierung. Minutenlang durchsuchten die Feuerwehrleute den mit schwarzem Rauch gefüllten Gang. Ohne Ergebnis. Zum Schluss kehrten sie noch einmal in die Zelle 5 zurück. Wir hatten es eigentlich nicht erwartet, dass diese Person, ich sag mal, direkt am Fußboden fixiert war. Es war ja lediglich eine Matratze auf dem Fußboden. Und an dieser Matratze war ja ein Eisengestell, was also dort irgendwo eingelassen war, war die Person ja mit Hand und Fußfesseln fixiert. Das hatten wir eigentlich nicht so erwartet. Wie aber kam es zu dem Brand in der Gewahrsamszelle 5? Die Wände gekachelt, ein Kurzschluss oder technischer Defekt ausgeschlossen. Später tauchte dann irgendwann in den Ermittlungen und der Präsentation dieser nochmal ein Feuerzeug auf. Und da wurde die Geschichte also immer verrückter. Es dauerte Wochen, bis Marco Steckel Auskunft von den Behörden bekam. Jedes neue Detail warf noch mehr Fragen auf. Und in Dessau machten Gerüchte die Runde. Die Freunde von Urijalo fühlten sich besonders betroffen. Fast jeder hatte Polizeikontrollen über sich ergehen lassen. Daran hatten sie sich gewöhnt. Die Horrorvorstellung aber, verhaftet zu werden und danach nicht mehr lebendig wiederzukommen, nährte die wildesten Vermutungen. Manche Leute haben gedacht, bei dieser Festnahme, weil er sich gewehrt hat, er wollte nicht mitkommen, da hat die Polizisten ein bisschen mit Gewalt umgegangen ist, dann irgendwo haben sie ihn in eine empfindliche Ecke getroffen oder irgendwo im Körper und da ist er ums Leben gekommen. Das alles zu vertuschen, verpflegen sie in dem Feuer darunter. Gut, halt. Die Staatsanwaltschaft steht unter Druck, endlich eine plausible Erklärung für den Tod Urijalos zu liefern. Einen Monat nach dem Vorfall präsentiert sie ihre Version. Sie geht davon aus, dass Urijalo sich selber angezündet hat. Sie präsentiert ein Video, in dem demonstriert wird, wie Urijalo ein Feuerzeug aus der Hosentasche gezogen haben könnte. Auch hier kann ich wirklich auf der Matte hantieren. Wir haben mit dem Video nur zeigen wollen, dass es Bewegungsmöglichkeit trotz der Fixierung gab, sodass also die theoretische Möglichkeit jedenfalls bestand, dass er selbst die Tötung veranlasst hat. Hintergrund waren diese Spekulationen, die aufgetreten waren, dass er aufgrund der Fixierung überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, ein Feuerzeug hervorzuholen, zu bedienen und sich anzuzünden. Die Version der Staatsanwaltschaft lässt viele Fragen offen. Die Matratze ist feuerfest ummantelt und lässt sich oberflächlich mit einem Feuerzeug nicht in Brand setzen.
Das geht. Es ist denkbar, dass, wie es in dem Video demonstriert worden ist, an einer Naht das Feuer angesetzt hat. Es ist aber auch denkbar, dass die Matratze beschädigt war und dass an solchen Beschädigungen dann das Feuer durch den Mantel ins Innere gelangt ist. Doch die Hypothese der Staatsanwaltschaft überzeugt nicht jeden. War Uricalo bei einem Blutalkoholgehalt von fast 3 Promille noch in der Lage, gezielt zu handeln? Und wie konnte das Feuerzeug in seine Hände gelangen? Er war zuvor vorschriftsmäßig kontrolliert worden. Uricalos Freunde glauben nicht an einen Selbstmord. Mukhtar Bah hat ihn oft hier in der Asylbewerberunterkunft besucht. Das Bett von Uricalo ist unberührt geblieben. Auch Monate danach scheint es, als sei jemand nur kurz weggegangen. Uri teilte sich den Raum mit 2 anderen Flüchtlingen. Er war froh, hier in Sicherheit und Ruhe leben zu können. Obwohl er Muslim war, hat er gern auch in der Bibel gelesen. Uricalo hatte einen Sohn und kämpfte um das Sorgerecht. Dabei half ihm Mukhtar Bah. Davon erhoffte sich Uri ein Bleiberecht, eine Zukunft in Deutschland. Hier ist vom Landkreis Anhalt selbst. Urkunde über die Anerkennung der Vaterschaft für das Kind. Und was heißt von seiner Kind? Uricalo, der hat immer auf sein Kind gewartet, ja, und irgendwann mal um sich das Kind zu haben. Die Sensibilität, was er auch hatte. Und deswegen kann ich mich nicht vorstellen, dass er das sich antun könnte. Und diese ganze Hoffnung auch, um seinen Eltern irgendwann mal zu haben. Und diese ganzen Träume, was er auch oft darüber gesprochen hat. Ja, um mit seinem Kind irgendwann mal zu seiner Mutti. Und deswegen, wenn ich das alles zusammenfasse, ja, und dann werde ich mir sagen, nee, ich nicht, er war nicht so weit. Er war nicht so weit, dass er sich selber sich verbrennen könnte oder selber umbringen. Die Ex-Freundin von Uricalo und Mutter des Kindes wohnt einige Kilometer entfernt. Auf der Suche nach ihrer Wohnung trifft Mukhtar zufällig 2 Gärtner bei der Arbeit. Sie erklären ihm gerade den Weg, da nähert sich bereits ein Streifenwagen. Der Afrikaner ist in der Siedlung nicht unbeobachtet geblieben. Ob es irgendwelche Probleme gäbe, wollen die Beamten wissen. Gefilmt werden wollen sie nicht. Hier sorgen Menschen mit anderer Hautfarbe sofort für Aufsehen. Nicht einfach war es für Cindy, als sie hier mit ihrem afrikanischen Freund aufkreuzte. Niemand interessierte sich für die Herkunft, das Schicksal, die Träume von so einem. Ja. Er hat geträumt, dass er eine eigene Familie hat, eine kleine Wohnung, dass er dann mit uns halt zusammenlebt und dass er dann arbeiten gehen kann, dass er hier dann in Deutschland bleiben kann, für seine Familie sorgen kann. Ja. Davon hat er immer geträumt. Nur einmal hatte Uri seinen Sohn im Arm, kurz nach der Geburt, im Krankenhaus. Cindy lebte noch bei ihren Eltern und war in der Ausbildung. Ihr Umfeld machte ihr Druck und sie gab das Kind zur Adoption frei. Gegen den Willen von Uri. Deswegen trennten sie sich und er versuchte vergeblich, das Kind zu sehen. Die Trauerfeier für Uricalo. Freunde und Bekannte wollen ihm die letzte Ehre erweisen und den Leichnam aufgebahrt sehen. Und dann ein schrecklicher Moment, von dem nur diese Amateurbilder berichten.
Als der Sarg geöffnet wird, löst der Anblick Schock und Tumult aus. Eine Scheibe in der Halle geht zu Bruch. Das Misstrauen ist wieder da. Was können die Gerichtsmediziner aus einer so stark verkohlten Leiche überhaupt noch herauslesen? Die Todesursache sieht das Gerichtsmedizinische Institut in einem sogenannten Hitzeschock, weil aufgrund der Flammenentwicklung sich Temperaturen bis zu 345 Grad Celsius nach 2,5 Minuten entwickelt haben. Das führt zu einem schlagartigen Atemstillstand und dem Herztod. Die Freunde von Uri wollen auf Nummer sicher gehen, schalten Anwälte ein und veranlassen eine zweite Obduktion. Diese bestätigt die Todesursache, aber bei der ersten Obduktion wurde etwas übersehen. Was die Obduktion des Leichnams angeht, da wurde von unserer Seite vorgeschlagen, dass auch eine Röntgenuntersuchung stattfindet, nur um auszuschließen, dass knöcherne Verletzungen bestehen am Schädel oder an den Gliedmaßen. Das fand die Staatsanwaltschaft nicht erforderlich. Wir haben dann selber ein Gutachten in Auftrag gegeben und bei diesem Gutachten hat sich ja festgestellt, dass der Herr Jallo einen Nasenbeinbruch hatte. Warum hat man bei der ersten Obduktion auf Röntgenaufnahmen verzichtet? Wie kam es zu dem Nasenbeinbruch? Fragen, auf die die Staatsanwaltschaft keine Antworten liefert. Dann werden weitere brisante Ermittlungsergebnisse bekannt. Der Mitschnitt eines Telefonats taucht auf. Es ist das Gespräch zwischen dem Dienstgruppenleiter Andreas S. und dem Arzt Dr. B., der Uri Jallo untersuchen soll. Aufgezeichnet am 7. Januar, unmittelbar nach der Verhaftung. Polizei, wir bräuchten dich mal. Arzt, was hast du denn? Na, eine Blutabnahme. Na, dann mach ich das. Ja, piekst du mal einen Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Lachen. Da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen. Na, bring doch eine Spezialkanüle mit. Mach ich. Der Dienstgruppenleiter und der herbeigerufene Arzt kennen sich gut. Uri Jallo wird für gewahrsamstauglich erklärt. Seine Alkoholwerte im Blut liegen zu diesem Zeitpunkt bei 2,68 Promille und bei 3,42 Promille im Urin. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man eine Person, die sehr stark betrunken ist, in eine Zelle fesseln kann an allen vier Gliedmaßen, ohne die zu überwachen, also ohne die visuell zu überwachen. Weil es ist doch vollkommen naheliegend, dass so eine Person sich zum Beispiel erbricht und dann an dem Erbrochenen stirbt. Das ist was, das hört man nicht über eine akustische Überwachungsanlage. Also überhaupt diese ganze Handhabung im Polizeigewahrsam, deshalb ist mir nicht nachvollziehbar. Und ich muss sagen, das finde ich auch menschenverachtend. Dann auch noch zu sagen, man schützt die Leute vor sich selber und bringt sie damit um. Und noch ein zweiter Mitschnitt wird öffentlich. Das Gespräch zwischen zwei weiteren Polizeibeamten unmittelbar nach dem Brand. Hat er sich aufgehangen oder was? Nee, da brennt's. Wieso? Weiß ich nicht. Die sind da runtergekommen. Da war alles schwarzer Qualm. Ja, ich hätte fast gesagt, gut. Alles klar. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Das zeigt vielleicht so ein bisschen was von dem Grundverständnis, mit dem die Polizeibeamten in dieser Situation sich verhalten haben. Das macht vielleicht auch klar, dass für einige Polizeibeamten ein Leben eines Asylbewerbers wie des Herrn Jallo nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit dem Leben anderer Menschen. In Dessau verbrennt ein Asylbewerber. Ein Mensch wird zu einem Aktenzeichen. Über die Person Uri Jallo wissen wir fast nichts. Warum kam er nach Deutschland? Sein Freund Mukhtar Bah hatte bislang nur telefonischen Kontakt zur Mutter Uris.
Er organisierte die Rückführung des Leichnams nach Afrika. Jetzt will er die Familie besuchen. Conakry, die Hauptstadt von Guinea. Ein kleiner Staat an der westafrikanischen Küste, gleich neben Sierra Leone. Guinea ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Weg zu Uris Mutter führt Mukhtar in das Hinterland. Die Familie ist immer wieder vor Kriegen geflüchtet. Die Eltern leben getrennt. Die Mutter wohnt zurückgezogen in einem kleinen Dorf, eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt. Hierher verirren sich selten Menschen aus der Hauptstadt, geschweige denn aus einem anderen Land. 5000 Kilometer südlich von Dessau scheint die Zeit stehen geblieben. Die Menschen leben von dem Wenigen, was ihnen die Natur gibt. Erst am nächsten Morgen erreicht Mukhtar das abgelegene Dorf namens Turaul. 4 Hütten, kein Strom. Für jedes Telefonat müssen die Menschen einige Stunden zu Fuß in die nächste Stadt. Hier lebt die Mutter von Uri Jallo, Mariama Jambo Jallo. Die Menschen können es nicht fassen, dass Uri in Deutschland gestorben ist. Ausgerechnet. Er war doch vor Krieg und Tod in Afrika geflüchtet, ins sichere Europa. Deutschland gilt hier als Hort von Wohlstand, Recht und Ordnung. Mm.